Glück auf, ihr Lieben, und willkommen zurück. Heute erforschen wir weiter die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond und natürlich die Bücher von Vibes of Cosmos aufs Deutsche übersetzt. Ja, Thema heute: Luftdruck, Druck in der Atmosphäre. Atmet die Erde? Wie entstehen die unterschiedlichen Drücke auf der flachen Erde? Seid gespannt, viel Spaß und los! Luftdruck, Atmosphärendruck. Wie bereits besprochen, wird der Luftdruck in der Troposphäre von den oberen Schichten der Atmosphäre beeinflusst. Ein Phänomen, das seinen Ursprung in der Ionosphäre hat, wo sie mit dem superlunaren Ort, also dem Ort über dem Mondabbild, auch bekannt als der kosmisch-universelle Hotspot für ätherische Bewegung, in Berührung kommt. Die integrierte Tanzbewegung dieser Strömungen in der Ionosphäre wird von verschiedenen Bewegungskomponenten verursacht, wie A. In der kreisförmigen Bewegung des tangentialen ätherischen Feldes von oben. Das ist sozusagen die kosmische Macarena mit begrenzten ätherischen Grenzen. B. In der aufwärts gerichteten Bewegung der Dämpfe aller edel- und entzündbaren Gase. Sie brechen auf wie enthusiastische Blasen an der Erdoberfläche und tanzen dann je nach Laune bis zu den höchsten Höhen. Die ionisierten Teile der Ionosphäre, die von der Sonne aufgeheizt werden, chillen und entspannen sich, während die Sonne ihr elektromagnetisches Feld ausschüttet. Dort, wo die Sonnenstrahlen enden, gibt es eine heiße Fete mit einem Temperaturrückgang und einem Druckanstieg. Eine Art kosmische Ausdehnung und Zusammenziehung aufgrund der regelmäßigen Sonnenbewegung. Atmet hier die Erde? D. Der Mond hängt auch herum und bringt eine gegensätzliche Veränderung zur Sonne, aber nur im Mondlicht. Sein eigenes elektromagnetisches Feld entlädt und entspannt die ionisierten Teile der Ionosphäre. Die Mondphasen spielen dabei die Hauptrolle. So wie bei einer kosmischen Seifenoper. Mehr Einfluss auf Ausrichtung als auf Quadrate. Eine wahrhaftige Mondmelodramatik. All diese Cosmic Vibes deuten darauf hin, dass Druck von oben nach unten wirkt. Voilà, barometrische Hochs und barometrische Tiefs in der Troposphäre. Als ob die Atmosphäre ihre eigenen kleinen Wettergeschichten erzählen würde. Im nächsten Teil schauen wir uns dann das elektromagnetisch pulsierende Feld der Erde an, das ja Auswirkungen auf, ja, die Meere hat, Auswirkungen auf den Luftdruck, wie wir jetzt gelernt haben, und auf viele andere Sachen. Das wird dann im nächsten Teil, im Teil 45, an der Tagesordnung stehen und darauf folgend und darauf aufbauend dann Vulkane und Erdbeben. Ja, ihr Lieben, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich habe diesmal versucht, den Text ja in einer etwas anderen Art und Weise zu übersetzen, mit ein paar Vergleichen. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, ob das euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben, schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.